Das ist mein Thema heute. Gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ich zitiere so vage den Paulus, der sagt, ich habe mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus, den Gekreuzigten. Und ich komme in Schwäche und Furcht. Also ich bin in guter Gesellschaft. Er hat das zu den Korinthern auch gesagt. Genau. Die Passion Christi ist der Kern unseres Glaubens. Wir haben uns sehr ans Kreuz gewöhnt. Ich meine, die meisten von uns tragen eins. Überall gibt es, besonders wenn man in einem historisch katholischen Land wie Österreich, du begegnest Kreuze ja überall, überall, überall. Ich hatte in der Schule eine Schülerin, die Kerstin. Ich bin der 3 Jahre lang nachgegangen, dass sie sich bitte, bitte nicht abmelden soll vom Religionsunterricht. 3 Jahre hat sie kaltblütig immer den Zettel zurückgegeben. Und dann in der 4. Hack sitzt sie da und ich sage, Kerstin, willkommen, aber sag mir, warum du sozusagen dich entschlossen hast, jetzt in Religion zu gehen. Sagt sie mir, verfahrt, da im Forum zu sitzen, dann komme ich lieber zu Ihnen und streite mich eine Stunde mit Ihnen. Herrlich, herrlich, wenn man so eine Schülerin hat. Und es begann auch damit, dass sie gesagt hat, ich finde es abartig, dass die Christen dieses Folterinstrument an der Kette tragen. Sag ich, okay, elaborate. Sag ich, weil das ist ja grausam. Das war ja von den Römern die höchste, grausamste Strafe. Warum seid ihr so abartig, dass ihr damit herumläuft? Das wäre ja so, als wenn die Juden eine kleine Gaskammer herumtragen. Und solche Gespräche hatten wir. Aber sie hatte recht. Es ist, wenn es kein Zeichen mehr ist, was aneckt und was ein Skandal ist, dann haben wir irgendetwas verloren. Wir dürfen uns nicht dran gewöhnen. Also für mich, ich habe das mein Leben lang behalten, weil ich mir gedacht habe, wow, eine 18-Jährige bringt es eigentlich auf den Punkt. Und es ist ja auch so, den Griechen ist was ja auch eine absolute Torheit. Den Juden war es ein absolutes Ärgernis und Paulus sagt, aber uns ist es Gottes Kraft und Weisheit. Und auch das habe ich in meiner Schule so wirklich erleben können. Auf der einen Seite hatte ich die vielen, vielen sehr, sehr atheistischen Lehrerschaft und für die war das auch blanker Unsinn. Also oft hatte ich Gespräche, wo sie wollte nicht respektlos sein, weil ich auch ein bisschen älter war als sie, aber du hast einfach diese Verachtung vor, wie kann man an einen Gott glauben, der dann elendiglich an einem Kreuz stirbt, das hat null Sinn gemacht. Die waren alle in Yoga oder in irgendwas sich selber finden und da passt einfach so ein erbärmlicher Jesus blutig an einem Kreuz null dazu. Und dann hatte ich aber die andere Seite und das waren die Muslime und für die war das ein komplettes Ärgernis. Sehr, sehr viele Streitgespräche. Wie kann Allah, der hat schon sowieso keinen Sohn, weil er ist kein Vater. Und wie, Frau Professor, kann der den denn so leiden lassen? Das geht nicht. Also unglaublicher Ärger über das. Aber es hat niemanden kalt gelassen. Also es ist dieses Ärgernis und für uns eben Gottes Kraft und Weisheit. Es ist das Kernstück unseres Evangeliums, es ist der Heilsplan Gottes mit uns allen, dass er seinen Sohn gesandt hat. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, um uns alle zu erlösen. Johannes 3,16 kennt jeder, das ist auf jedem Banner, wird das immer hochgehoben. Und Jesus selber, das ist Emmaus, wo er das ja sagt, wo die ganz, ganz verzweifelt sind und sich denken, wir haben uns komplett geirrt, wie konnte das sein? Wie, das macht alles keinen Sinn. Wir hatten doch große Hoffnungen, dass er Gottes Herrschaft wieder aufrichtet. Und dann geht Jesus mit ihnen und erklärt,
erklärt, vom den Schriften vom Alten Testament her, musste es denn nicht so sein? Und hat alles erklärt, dieses innerhalb von der Geschichte Gottes mit der Menschheit, mit dem Volk Israel, mit allen Propheten, passt das voll hinein? Ist das der Heilsplan Gottes? Und erklärt es ihnen, dass im Alten Testament ist es schon angedeutet, im Neuen Testament wird es eben offenbar, so dieses kontinuierlich, er ist die Erfüllung. Und dann müssen wir natürlich anerkennen, dass diese Erfüllung, dass das historisch tatsächlich passiert ist, dass dieses ganze Leiden, was Jesus erduldet hat, dass das verankert ist ganz, ganz, ganz konkret in dem, dass die Ältesten, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten ihn also abgelehnt haben und dann so weit gingen, dass sie ihn an die heidnische Staatsmacht, die Römer, übergeben haben, die, und dann ist er eben verspottet, gegeißelt und gekreuzigt worden. Also das Zweite Vatikanum hat ganz klar gesagt, die Juden sind nicht kollektiv verantwortlich für den Tod Jesu Christi. Aber also das mal so dahin, gehen wir das durch. Warum? Ich will ein bisschen eine Erklärung geben, wie es dann dazu gekommen ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich meine, er hat diese Sachen, er hat sehr provoziert, das wisst ihr, also ihr seid bibelfest genug, um das selber zu wissen. Ich meine, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Sünden vergeben, er hat am Schabbat geheilt, er hat eine eigenständige Auslegung über Reinigungs- und Speisegesetze. Auf einmal hat er gesagt, also nicht das, was ihr esst, macht euch unrein, sondern das, was aus eurem Herzen rauskommt, nämlich eben all die, der ganze Katalog. Also er hat ständig und dann natürlich auch noch seinen Umgang mit den Sündern und Zöllnern. Das war für die Schriftgelehrten von damals, es war harte Kost. Also es war so wie, was passiert? Weil du konntest dich dem ja nicht entziehen. Weil du konntest ja nicht sagen, oh, was ist denn das für einer, was redet der? Weil dann hat er das knalligste Wunder gemacht, um sozusagen seine Autorität war ja vor ihren Augen offenbar. Du konntest ja nicht sagen, oh, der kann jetzt gehen. Oh, wir wissen alle, dass der seit der Geburt eben nicht ging. Und das Nächste, und das Nächste, und das Nächste. Und dann die ganze Zeit, ja, also das ist so richtig... Etwas Neues ist gekommen und dann aber trotzdem, also es war ja nicht so, dass die gar nichts so mit dem Judentum zu tun haben wollten, gesagt haben, ja, jetzt haben wir endlich eine neue Religion. Weil dem hat er ja auch sofort den Riegel vorgesetzt, hat bei Bergpredigt, die Alten sagten. Und dann hat er ja diese ganzen Gesetze nochmal verschärft, also sowas von verschärft, dass du, wenn du einfach so zugehört hast, musstest du ja danach sagen, naja, also, wir haben sowieso schon die Gesetze nicht geschafft, um die zu halten, aber jetzt schon überhaupt nicht. Aber das wollte er ja. Er wollte ja, dass jeder sagt, ich schaffe das nicht. Ich brauche eine Herztransplantation. Es muss von innen her und ich brauche Gott, dass der mir mein Herz aus Stein echt rausnimmt. Und ein Herz aus Fleisch und Blut, so wie Ezechiel es vorausgesagt hatte. Und Jesus nimmt ja auch diesen Fluch des Gesetzes, also Fluch in dem Sinn, dass niemand das geschafft hat. Weil ich weiß nicht, Johannes, wie viele Gesetze gibt es? 613. Ja, also 613 Gesetze. Will ich mir sofort die Kugel geben. Wozu? Wozu überhaupt die Wissen? Weil, oder dann gar nicht aus deinem Bett aussteigen und dann hast du eh auch wieder das Gesetz gebrochen, dass du deiner Arbeit nicht nachgehst. Verstehst du, du kommst ja nicht, du schaffst es nicht.
Und in diesem Kreuzestod hat er das ja sozusagen gebrochen oder erlöst. Und er hat aber ganz klar gesagt, ich erfülle das Gesetz, ich nehme keins weg. Und wehe, wenn einer von euch anfängt zu sagen, nö, das ist nicht wichtig, das ist, nein, nein, nein. Wenn du ein Jota wegnimmst, ich bin nicht gekommen dazu, aber ich bin gekommen, es zu erfüllen. Das heißt, sie mussten sich darauf einlassen, dass er die Erfüllung ist. Die Erfüllung des Gesetzes. Beim Tempel war es genauso. Oder da noch zu sagen, dass er ja auch beim Schabbat gesagt hat. Also da gab es ja auch andauernd, darf man am Schabbat heilen und bla bla bla. Der Schabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Schabbat. Also er hat ihnen vorgeführt, dass sie das Wesentliche aus den Augen verloren hatten. Der Tempel. Jesus ist dort als kleines Kind doch dargestellt worden. Er ist, das wissen wir, dass er mit seinen Eltern immer die großen Feste nach Jerusalem raufgegangen ist, besonders also Pesach, weil wir mit 12 Jahren verloren geht, waren sie ja auch auf der Pilgerreise. Das heißt, also er hat den Tempel wirklich sehr, sehr, sehr hoch gehalten. Er wusste, das ist der Ort, wo Gott wohnt. Deshalb hat es ihn ja auch so gepackt, dass da auch wieder die ganzen, der Handel ist einfach zu viel geworden. Und dann hat er ja da mal aufgeräumt. Was macht sie aus dem Haus meines Vaters? Das Haus meines Vaters soll ein Haus des Gebetes sein. Er hat auch dort gelehrt, also wie die Rabbis. Er hat auch die Tempelsteuer bezahlt. Also er hat sich auch da eigentlich an alles gehalten und trotzdem gesagt, naja, reißt den Tempel nieder, also ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Oder hier steht jemand größerer als der Tempel. Oder zur Frau am Jakobsbrunnen, es kommt die Zeit, da werdet ihr in Geist und Wahrheit anbeten. Weder hier, weil die hatten ja ein anderes Heiligtum, noch in Jerusalem. Das heißt, das sind große Aussagen, wo... Und dann das Dritte, wo sie sich am allermeisten gestoßen haben, das ist eben die Sündenvergebung. Wie kannst du Sünden vergeben? Wir machen gerade das Markus-Evangelium auch in unserem Hauskreis durch. Ich meine, in der Kirche sind wir auch gerade bei Markus. Der ist so knackig, so zack, bumm. Nicht viel drumherum, aber im Kapitel 2 wollen sie ihn schon umbringen. Ich habe gesagt, das geht aber schnell bei Markus. Naja, weil er halt er heilt den, aber davor sagt er, deine Sünden sind vergeben. Und ich meine, das ist, und dann zu sagen, dass alle haben gesündigt, eben auch dieses ganze, oh, der ist jetzt krank, weil der vorher gesündigt hat und alles durchbrochen. Und deshalb, es ist wie auch C.S. Lewis, das kennt ihr sicher, weil ihr alle schon mal beim Alpha wart und das Buch gelesen habt, weil da kommt es beim ersten Vortrag. Also du kommst an Jesus nicht vorbei. Entweder war er ein Lügner oder er war komplett durchgeknallt oder er war eben der Sohn Gottes. Aber eins war er nicht, nur ein besserer Mensch. Also das war er sicher nicht. Oh ja, der war immer so lieb. Nein, war er gar nicht. Du kennst ihn nicht. Und deshalb, also ist die Frage, stellt sich einfach wirklich jedem. Du kommst nicht an ihm vorbei. Du kommst nicht an ihm vorbei. Und bei den Schriftgelehrten und Ältesten, ich meine, es spielt ganz, ganz, ganz viel mit. Aber ich will es einfach nur bei dem belassen. Also das, was Jesus gesagt und getan hat, das ist Gotteslästerung, weil nur Gott kann Sünden vergeben. Und was für einen Anspruch nimmt er? Und er ist aber wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber dahin musst du mal kommen. Das heißt, der Katechismus sagt eigentlich, dass durch Unwissenheit, aber auch durch Verstocktheit, also durch die Härte des Herzens, haben sie ihn dann gekreuzigt. Also Jesus ist ja bis zum Schluss, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Also ich wäre da nicht so vergebend gewesen. Ich hätte gesagt, und in die Hölle mit ihnen allen. Aber das steht mir nicht zu. Wir waren, der Gavin und ich, wir waren in Polen. Wir waren dort wieder beim Karis, das war jetzt das letzte Mal. Und dann haben wir die junge polnische Gemeinschaft in Gliwice besucht. Sehr dynamisch. Sehr, sehr, sehr schön. Da dazwischen hatten wir Zeit und da haben wir in Wadowice das Geburtshaus vom Papst Johannes Paul. Sehr zum Empfehlen. Gehst durch sein ganzes Leben und der, es ist ja in seinem Geburtshaus und sie haben ja gewohnt bei Juden. Juden waren unten, haben das Geschäft gehabt und sie hatten die Wohnung oben. Und da, wo das jüdische Geschäft war, ist eben jetzt an der Wand, läuft immer der Clip, wo Johannes Paul an der Klagemauer betet, 2000. Und dann ist in diesem Schaukasten ist das Gebet, was er in die Ritzen reingegeben hat. Und das habe ich eben abfotografiert, weil so ist es. God of our fathers, you chose Abraham and his descendants to bring your name to the nations. We are deeply saddened by the behavior of those who in the course of history have caused these children of yours to suffer, and asking your forgiveness, we wish to commit ourselves to genuine brotherhood with the people of the covenant. Aber ich bin auch in der Schule. Meine Schüler waren oft aus Polen, bosnische Kroaten, bin ich im Laufe der Jahre draufgekommen. Manchmal hatte ich Maroniten aus dem Libanon, aus dem Irak, die extrem anti-israelisch eingestellt waren. Ich weiß noch, eine bosnisch-kroatische Schülerin hat dann maturiert. Und das war eines der Themen, das sie vorbereiten musste. Und dann sagt sie, sie hätte die Diskussion am Frühstückstisch mit ihrem Vater gehabt, der gesagt hat, nein. Also der hatte eben dieses, die bösen, bösen Juden haben unseren Herrn Jesus ans Kreuz genagelt. Da sage ich dir, okay, nein. Und sie sagt, pff, ja, das, also wir haben Diskussion um Diskussion um Diskussion. Und ich bin dem immer wieder begegnet. Unglaublich, ganz, ganz tief verwurzelt. Also da ist auch noch viel, viel, viel zu tun. Und ich bin sehr froh für eben für den Papst, der schon 2000 das so klargestellt hat. Jetzt ist die Frage, also, wenn wir nicht kollektiv den Juden die Schuld geben dürfen am Todeskreuz, wer ist verantwortlich? Wer ist verantwortlich? Und ich glaube, das ist eine Frage, die muss jeder Christ irgendwann persönlich beantworten. Er braucht einen Moment, wo er realisiert, dass die Schuld auch mich betrifft. Und wir können eben nicht in diesem Zeit, das war damals, wir haben besonders, besonders im katholischen Glauben die Vergegenwärtigung. Und das ist Gott sei Dank. Also dass wir sind beim Geschehen ja dabei, bei jeder Messe sind wir ja vergegenwärtigt. Und das ist gut so. Das brauchen wir. Wir brauchen das, dass die Schuld uns alle betrifft. Und ich finde eben dieses Zitat von Franz von Assisi, Dämonen sind nicht die, die ihn gekreuzigt haben, sondern du, der du ihn zusammen mit ihnen gekreuzigt hast und immer noch kreuzigst, indem du dich in Lastern und Sünden vergnügst. Also es ist hart, aber es ist so. Es ist, glaube ich, wenn wir diese Haltung haben und wir sind ja also verglichen mit den der Elite damals, also die Schriftgelehrten, die ja also kontrovers und wow, der bringt jetzt was ganz Neues. Wir haben ja gar keine Entschuldigung. Wir haben 2000 Jahre Zeugnis. Auch dass er von den Toten auferstanden hat, hatten die noch nicht. Also wir haben wirklich alles. Es gibt keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung. Auch zu sagen, wow, naja, also die Sünde,
oh, der Herr wird mich schon lieben ohne die. Und dass wir nicht hineingehen in das und sagen, hey, dieses Verhalten oder das, was ich da gesagt habe, das, was ich, bringt Jesus, ich nagel ihn ans Kreuz. Es geht nicht darum, dass wir nicht fehlen. Darum geht es ja überhaupt nicht. Wir wissen alle, dass wir ständig das Erbarmen Gottes brauchen. Es geht um eine Haltung, wo wir nicht mehr kämpfen und wo wir uns auf die Schulter klopfen. Und es ist ganz, ganz klar, dass es Sünde ist. Und wir sagen, no, mache ich nichts mehr. Das lasse ich jetzt. Das, diese Haltung oder... Es gibt noch eine Schriftstelle, die habe ich auch, die auch sehr, sehr als Warnung, und das ist aus dem Hebräerbrief, wo gesagt wird, wow, also das verlass Jesus nicht. Und wie schrecklich es ist, so wie schlimm es ist, wenn jemand schon einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist und dann wieder umdreht, also ihn, wow. Ich habe die Schriftstelle, also eben dieses, doch dies eine möchte ich euch jetzt noch sagen, für alle, die Gott schon mit seinem hellen Licht erleuchtet hat, die an sich selbst erfahren haben, wie herrlich Gottes himmlische Gaben sind und denen der Heilige Geist geschenkt wurde, die Gottes gute Botschaft aufnahmen und etwas von der Kraft der ewigen Welt kennengelernt haben. Für all diese Menschen ist es unmöglich, wieder zu Gott zurückzukehren, wenn sie sich bewusst von ihm abgewendet haben und ihm untreu geworden sind. Ihre Untreue würde nichts anderes bedeuten, als dass sie den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz schlagen und ihn dem Spott seiner Feinde ausliefern. Ich will es einfach nur so stehen lassen. Es ist ein ganz hartes Wort, aber es ist das Wort Gottes. Und ich denke, also mich trifft es sehr, wenn ich allgemein die Tendenz sehe in Europa, also wie, ja, wie wir uns abwenden, Und es mit den Füßen treten, eben also Olympische Spiele, halt diese Karikatur, also was es auch war. Hat jeder die Eröffnungsfeier gesehen und weiß, von was ich spreche? Diese Verhöhnung des letzten Abendmahls. Extreme Verhöhnung. Also wie dann aber sich also Widerstand international also, geregt hat, haben sie sich rauswinden wollen, haben gesagt, nein, nein, sie haben irgendeinen griechischen Gott dargestellt, was ein Blödsinn ist, weil es lief unter dem Titel La Seine sur Seine sur la Seine. Und das ist eben ein Wortspiel, weil Seine, C-E-N-E, ist das Abendmahl auf Französisch, sur Seine auf der Bühne, neben der Seine, dem Fluss. Also, excusez-moi. Also, das hat mich so, ich weiß nicht, hat es damit zu tun, dass ich älter werde, aber es trifft mich, ich könnte sofort weinen. Und ich mir denke, boah, wisst ihr eigentlich, welche Schuld ihr auf euch lädt? Wisst ihr eigentlich, dass ihr dort seid? Also, Gnade euch Gott! Da gibt es kein, oh, das war nur ein Spaß. Nein, das ist kein Spaß. Wir sind jetzt schon dort, wo es wirklich, wirklich, also wo ich Angst habe um eure Seele. I really, seriously, nehmt Gott ernst. Er hat es auch bis zum Schluss hat er ausgehalten. Ich habe nicht Gethsemane, aber ich könnte sagen, ich hätte in Gethsemane gesagt, ich gehe jetzt. Ich mache es nicht. Der hat es eben gemacht, bis zum Ende, bis zum bitteren Ende, aus dieser Liebe heraus. Und dann drehst du dich wieder ab. Na, wirklich. Gott liebt aus dieser wahnsinnigen Liebe, die wir, glaube ich, in diesem Leben nie ganz begreifen werden. Irgendwann werden wir sagen, oh, wow. Aber ab und zu kriegen wir so kleine, kleine Momente. Ja. Dass er derjenige ist, er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Er ist es und er hat nicht aufgegeben und er möchte gerne, dass niemand verloren geht.
Niemand, dass niemand verloren geht, niemand verloren geht, niemand verloren geht. Er hat sich freiwillig hingegeben. Er hat es beim letzten Abendmahl gesagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und Gott hat die ganze Welt mit sich versöhnt, weil Jesus Christus treu bis zum Tod geblieben ist. Er hat es gemacht aus absoluter Liebe zu uns. Er ist gekommen, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Es ist ja da. Wir brauchen ja nur zu sagen, Gott, es tut mir so leid. Ich habe so Mist gebaut. Ich bin komplett falsch gegangen. Vergib mir. Aber es muss von uns kommen. Er ist gekommen, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele, damit sie aus der sinnlosen, von den Vätern ererbte Lebensweise losgekauft werden. Und er war gehorsam bis zum Tod. So, und er ist wirklich gestorben. Er ist wirklich, wirklich, wirklich gestorben. Ich betone es so, weil wie ich Theologie studiert habe, kommst du ja an all den Irrlehren, die von Anfang an grassiert sind. Es ist eigentlich sehr, sehr interessant. Aber dann gab es die gesagt haben, nein, er war nur scheintot. Also er war nicht wirklich tot. Und deshalb konnte er auch auferstehen. Oder die sagen, ach, was weiß ich, was sie alles sagen. Aber nicht das, dass er tatsächlich wirklich gestorben ist. Und er ist... Auch das finde ich ja so genial oder es trifft mich so, dass Gott auch den Tod, also Gott Jesus, die zweite göttliche Person, den Tod tatsächlich auch miterlebt hat. Wow! Wie mein Vater vor 7 Jahren im Sterben lag. Also ich hatte 2-mal Gelegenheit, er ist so in Etappen gestorben. Im Jänner war Feuer am Dach, musste ich schnell nach Luxemburg und dann nochmal im August. Und er ist immer, im Jänner hat er die Krankensalbung bekommen und dann ging es wieder eine Zeit lang. Wahrscheinlich hat er das auch gebraucht. Aber was war, ist, sie haben diese Klinik in meinem Heimatort ganz, ganz neu renoviert, also mit... Die ist so high-tech und super und alles ist so schön und so teuer und so weiter. Aber sie haben die Kruzifixe weggenommen. Es gibt keine Kruzifixe mehr. Es gibt Bilder, schöne Bilder von Landschaften oder ein paar Steine, die aufeinander liegen. Und ich meine, er kämpft da und die Ärzte sagen, na, er wird sterben. Und dann war es aber nicht. Ich habe mir gedacht, Wenn er dann mal wach ist, er hat kein Kruzifix, auf das er schauen kann. Und ich glaube, in dem Moment, wo du mit dem Tod kämpfst, brauchst du Jesus am Kreuz. Weil das ist der Einzige, der dir da Trost geben kann. Da helfen dir 3 Steine in einer Wiese, glaube ich, nicht. Ich finde es schrecklich. Schrecklich, dass du nicht an den Gekreuzigten sagst, Jesus, hilf mir jetzt, weil du bist diesen Weg auch gegangen. Du bist wirklich gestorben. Du hast das erlebt. Du hast diese Trennung von Leib und Seele. Du hast Todesqualen erlebt und du hast den Tod einfach gestorben, also erlebt. Und das, was zu unserem Glauben dazugehört, ist, dass er ja dann am 3. Tage auferstanden ist, nicht länger, weil sein Fleisch war nicht der Verwesung preisgegeben. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit, denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja dir. Aber er hat es erlebt und er ist der Einzige, es steht uns alle noch bevor. Wir müssen alle sterben. Und in dem Moment ist auch Jesus da und er ist der Einzige, der dir dann Trost geben kann, weil er das ja gemacht hat. Und dann ist Ruhe. Ich liebe den Karsamstag. Unser Liturgiekalender in der katholischen Kirche ist übervoll. Er ist so voll, dass du ja oft nicht, du musst ja dann entscheiden, was feierst du heute? Du könntest noch 10 Sachen gedenken und so weiter. Und dann gibt es Karsamstag und dann ist da Ruhe. Es ist herrlich. Es gibt am Schabbat hat er geruht.
Und er ist er wirklich gestorben, begraben und eine Ruhe ist.